Hallo ihr Lieben, willkommen bei Konture. Ich bin David. Und ich bin der Robert. Und gemeinsam stellen wir euch heute den neuen Drehmomentschlüssel von Gedore vor, den Torqueflex K. Für alle Anwendungen rund ums Schrauben und wo es wichtig ist, dass Schrauben mit einer gewissen Kraft angezogen werden. Und was wollen wir heute schrauben? Heute schrauben wir Radmuttern, weil da ist es extrem wichtig, dass wir die Radmuttern nicht zu fest ziehen und auch nicht überdrehen. Aber dass uns das Rad nicht abfällt, müssen sie trotzdem eine gewisse Festigkeit haben. Okay, und warum nehmen wir genau das Produkt dafür? Der Gedore Torqueflex ist von der Qualität her sehr, sehr gut, liegt super in der Hand und die Skala ist sehr klar erkennbar, sodass man genau sieht, welches Drehmoment man einstellen muss, um die Radmutter richtig festzuhalten. Wir schreiten zur Tat, Robert sinkt auf die Knie und führt uns das Werkzeug vor. Genau, also ihr setzt die Nuss auf die Radschraube drauf und wenn ihr merkt, dass sie greift, könnt ihr anfangen, sie festzuziehen. Und wenn ihr es knacken hört, dann wisst ihr, ihr habt das richtige Anzugsdrehmoment erreicht. Für die Schraube, sie sitzt fest und da kann sich nichts mehr lösen. Woher weiß ich denn, welches Drehmoment ich überhaupt einstellen muss bei dem Auto? Das Drehmoment für eure Anwendung, egal ob es eine Schraube am Fahrzeug ist oder am Fahrrad oder auch bei der Industrie, erfahrt ihr immer vom Hersteller der Schrauben. Oder in dem Fall würdet ihr das auch beim Fahrzeughersteller erfahren. Dort kriegt ihr die Informationen, wie die Radschrauben angezogen werden müssen. Was kann denn im schlimmsten Fall passieren, wenn ich zu doll oder zu wenig anziehe? Genau, also im schlimmsten Fall kann Folgendes passieren. Ist die Mutter nicht fest genug angezogen, kann es sein, dass ihr das Rad verliert beim Fahren. Und wenn ihr zu fest anzieht, kann es sein, dass ihr im Prinzip irgendwas beschädigt und die Mutter nicht mehr richtig greift und infolgedessen ihr die Werkstatt aufsuchen müsst, dass ihr eine teure Reparatur machen müsst. Das wollen wir alle nicht. In diesem Sinne, Safety first und lest die Bedienungsanleitung überfragt nach den richtigen Werten nach. Genau, informiert euch vorher, dann kann euch nichts passieren. Wie ihr merkt, das Drehmoment ist extrem wichtig. Wie kann ich das einstellen an dem Dreh? Das Drehmoment kannst du super einfach einstellen. Du ziehst am Griff hinten einfach nur die Sicherung raus, kannst dann über den Drehmechanismus das Drehmoment so einstellen, wie du es benötigst. Und wenn du das richtige Drehmoment erreicht hast, dann drückst du die Sicherung einfach hinten wieder rein und es ist arretiert. Super einfach, man kann nichts falsch machen. Hört sich kinderleicht an, sollte jeder hinkriegen. So, einen haben wir noch für euch, im wahrsten Sinne des Wortes. Den heute vorgestellten Gedore Drehmomentschlüssel, den verlosen wir auch noch. Und wie das funktioniert, wie? Ja, schreibt uns einfach in den Kommentaren unten rein, wie lange ihr für den Reifenwechsel bei eurem Pkw benötigt. Und unter allen Kommentatoren wählen wir dann einen aus, der den gewinnt. Alle Infos dazu erhaltet ihr in unserer Beschreibung. Viel Erfolg! So ihr Lieben, wir sind für heute durch. Wir haben alles erklärt zum Gedore Drehmomentschlüssel. Wir hoffen, ihr hattet eine Menge Spaß dabei, konntet was lernen. Alle wichtigen Informationen findet ihr. Die findet ihr unten in der Beschreibung vom Video. Einfach auf den Link klicken, dann kommt ihr zu unserer Seite Contorion, wo alle weiteren Infos nochmal zusammengefasst sind. Und dort könnt ihr den natürlich auch direkt kaufen. Bis zum nächsten Mal. Ja, wir freuen uns. Ciao. Tschüss.